Und schon wieder verabschiedet sich eine europäische Airline vom Markt, weil sie kein Geld mehr hat. Das ist eine Sache, über die wir in der letzten Woche bzw. in den letzten Wochen, Monaten gefühlt ziemlich häufig sprechen mussten. Tja, und für die meisten von euch ist das hier sicherlich auch keine Neuigkeit mehr, aber ich versuche das Ganze für euch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, nochmal die wichtigsten Punkte zu erzählen, mal ein bisschen über die Fluggesellschaft zu quatschen und auch darüber zu reden, warum das auch mal wieder für deutsche Luftfahrtstandorte ein bisschen schade ist. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und die deutsche, beziehungsweise eigentlich die komplette europäische Luftfahrt, aber gerade die deutsche Luftfahrt hatte es in den letzten Monaten, im vergangenen Jahr eigentlich, nicht wirklich leicht. Da ist ziemlich viel drunter und drüber gegangen. Es gab eine ganze Menge Chaos. So viele verspätete und gestrichene Flüge gab es wahrscheinlich noch nie und wir haben gerade erst im letzten Video nochmal sehr ausführlich über dieses ganze Thema gesprochen. Also wenn ihr da nochmal ein paar mehr Informationen haben wollt, das Video noch nicht gesehen habt und vielleicht das Ganze nochmal versuchen wollt, so ein bisschen besser nachzuvollziehen, dann schaut da gerne nochmal vorbei. Ansonsten kommt jetzt direkt schon im nächsten Video, also quasi fast mit Ankündigung, die nächste Airline-Pleite. Denn Primera Air hat gestern den Flugbetrieb eingestellt. Ab gestern gibt es keine Primera Air-Flüge mehr. Und jetzt hört man schon direkt am Namen, okay, das ist keine große Fluggesellschaft, aber irgendwo habe ich mal irgendwas über die gehört. Und deswegen lasst uns das mal alles ein bisschen aufdröseln. Das, was wir theoretisch bis gestern unter dem Namen Primera Air am Himmel sehen konnten, konnte entweder die Primera Air Scandinavia, eine dänische Charterfluggesellschaft sein, oder die Primera Air Nordic, eine Charterfluggesellschaft mit dem gleichen Namen, dem gleichen Prinzip, dem gleichen Produkt, aber mit Sitz in Lettland. Letztere wurde erst im Jahre 2014 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Primera Air Scandinavia gegründet. Diese wiederum besteht schon seit dem Jahr 2003. Damals flog sie aber noch unter dem Namen JetX. In ihren ersten Jahren war diese Fluggesellschaft mit 3 Flugzeugen unterwegs. Alle vom Typ McDonnell Douglas MD-80. Und man war als klassische, reine Charterfluggesellschaft zu verstehen. Sprich, man arbeitete mit Reiseveranstaltern zusammen, die die entsprechenden Kontingente, die entsprechenden Sitzplätze im Flugzeug mit ihren Kunden füllten. Und damit flog man dann die klassischen Urlaubsziele im Mittelmeerraum an oder halt eben auch mal auf die Kanaren. Und das ist ein Geschäft, auf dem sich die angebotene Kapazität, die Anzahl an angebotenen Sitzplätzen vom europäischen Festland aus in den letzten 4, 5 Jahren, vielleicht auch noch ein paar Jahre länger, stetig massiv erhöht hat. Vor allem durch Billigfluggesellschaften wie zum Beispiel Ryanair oder EasyJet, die ihre Flugzeuge, ihre Sitzplätze in ihren Flugzeugen zu wahnsinnig günstigen Preisen und davon auch immer mehr anbieten können. Und das alles, während die altbekannten Charterfluggesellschaften entweder immer noch ganz altmodisch mit den entsprechenden Reiseveranstaltern zusammenarbeiteten oder sich nur ganz langsam und mühevoll in Richtung Einzelplatzverkauf schleppen konnten und da aber natürlich nicht annähernd so günstige Preise anbieten konnten. Aber die Problematik kennt ihr ja. Bedeutet für uns an dieser Stelle jetzt auch erstmal nicht wahnsinnig viel mehr, als dass man es den Charterfluggesellschaften in den letzten Jahren nicht sonderlich einfach gemacht hat, aber das ist ja auch erst einmal alles gar nicht so schlimm. Der Markt verändert sich halt und es heißt ja auch nicht immer gleich, dass die alle sofort pleite gehen müssen. Aber man wird halt zu neuen Ideen gezwungen. Man muss sich mit dem Markt verändern und genau das hatte man eigentlich mit Primera Air vor. Ähnlich wie das zum Beispiel Norwegian mittlerweile macht, wollte Primera Air günstig Langstrecken anbieten. Und das ist doch eigentlich ein Plan, der schon mal durchaus funktionieren könnte, vor allem mit den neuen, moderneren Flugzeugen. Primera Air sammelte bereits ab dem Jahr 2007, wo sie noch eine ganze Menge Geld verdient haben und deswegen auch eine ganze Menge Geld investieren konnten, sammelten sie bereits mit einer Boeing 767-300ER Erfahrung auf der Langstrecke. Das ist schon mal ein Flugzeug, mit dem man durchaus günstig Langstrecken anbieten kann. Damals flogen sie dann aber nach Asien und das stellte sich als nicht sonderlich ertragsreich heraus. Und der nächste logische Schritt war dann, das ist eine Entwicklung, über die wir schon tausendmal gesprochen haben, die jetzt noch relativ neu ist, aber durchaus auch bei vielen Fluggesellschaften Sinn machen könnte. Der nächste logische Schritt war also dann, Standardrumpfflugzeuge auf die Langstrecke zu bringen, Standardrumpfflugzeuge über den Atlantik zu schicken. Und das geht mit der nötigen Reserve und so, dass es für eine Billigfluggesellschaft rentabel funktionieren kann und anbietbar ist für den entsprechenden Kunden. Sowas geht nur mit den neuesten Modellen von Airbus und Boeing. Und deswegen bestellte Primera Air im Mai 2017 8 Boeing 737-9 MAX oder MAX 9, wie auch immer, bei Boeing. Ganz neu. Und genauso viele Flugzeuge bestellte sie auch für ihre Tochtergesellschaft Primera Air Nordic.
Also insgesamt 16 Boeing 737 MAX 9. Bei Airbus hatte man mittlerweile aber schon den ganz neuen A321neo gekauft und man wollte auch, oder beziehungsweise man kündigte das an, sobald das Ding verfügbar ist, wolle man so schnell wie möglich den A321LR, also die Long-Range-Variante des A321neo, die wollte man so schnell wie möglich leasen. Und ihr merkt schon, man hatte hier also wirklich Großes vor und wollte von Anfang an eine effiziente, moderne Flotte anbieten. So, dass das auch für eine Billigfluggesellschaft richtig funktionieren kann. Klingt doch eigentlich nach einem richtig guten Plan. Primera Air stattete ihren ganz neuen A321neo von Anfang an mit 198 Sitzplätzen aus. Das klingt schon mal durchaus verkraftbar für eine Langstrecke und ist auch noch eine ganze Ecke entfernt von den etwas mehr als 240 möglichen Sitzplätzen in einem A321. Dazu kommt, die ersten vier Sitzreihen im A321 sind dabei eine Premium Economy Class in einer 2-2-Konfiguration. Dahinter gibt es dann einige Sitzreihen mit Economy Class Sitzen, aber mit etwas erhöhter Beinfreiheit. Diese Sitze werden dann als sogenannte XL-Sitze verkauft. Die Sitze in einer Notausgangsreihe verkauft man dabei als XXL-Sitze. Und dahinter gibt es dann natürlich noch eine ganze Menge ganz normale Economy Class, so wie sie in einem A321 üblich ist. Die Sitze sind dabei nichts Besonderes, das sind auch für den A320, für die A320-Familie übliche Sitze, also sind diese ultraschmalen, ganz dünnen, nicht gut gepolsterten, aber eigentlich ganz bequem Sitze, wie ihr sie zum Beispiel auch auf der Lufthansa Kurzstrecke kennt. Ja, und mit diesem Gerät wollte man dann Langstrecke fliegen. Hat man auch gemacht, allerdings erst, weil es da so ein paar Lieferschwierigkeiten gab, ab Mai diesen Jahres. Dann flog man mit dem A321neo von London aus nach New York. Genauer gesagt von London Stansted nach Newark. Und derjenige, der sich damit so ein bisschen auskennt, der weiß, darin liegt schon mal das größte Problem. Ihr erinnert euch bestimmt, Ryanair musste vor 3-4 Jahren, glaube ich, ist schon eine ganze Weile her, einen riesen Shitstorm quasi einstecken, wenn das damals schon so fancy hieß, wo es darum ging, dass die Fluggesellschaft eben nicht von den großen gefragten Airports aus fliegt, sondern halt zum Beispiel von Frankfurt-Hahn. Weil man fliegt ja nur von Frankfurt-Hahn, weil Frankfurt in dem Namen drin ist. Und weil es wahnsinnig günstig ist. Aber ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes dabei, warum sollte man nicht von Frankfurt-Hahn aus irgendwo hinfliegen dürfen? Und da entstand jetzt folgende Problematik. Bei der Buchung war Frankfurt für den Kunden Frankfurt. Als er dann fliegen wollte, war Frankfurt dann nicht mehr gleich Frankfurt, sondern halt eben Frankfurt-Hahn. Die Passagiere kannten es quasi noch gar nicht, dass wenn sie Frankfurt als Abflughafen im Internet eingeben, dass dann irgendwas anderes dabei rumkommen könnte als Deutschlands größter Flughafen. Ist ja aber in diesem Fall so. Frankfurt-Hahn ist, glaube ich, knapp 130 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt, also schon eine ganze Menge. Die Leute mussten also teilweise, weil sie sich nicht richtig informiert hatten, weil das noch gar nicht so üblich war, sich richtig zu informieren oder wie auch immer das da immer begründet wurde, sie mussten auf schmerzliche Art und Weise herausfinden, dass Frankfurt-Hahn halt eben nicht Frankfurt am Main ist. Man hatte sich nicht informiert und Ryanair machte es zu diesem Zeitpunkt einem potenziellen Passagier, einem potenziellen Kunden auch nicht wahnsinnig einfach, diese Information zu bekommen. Ja, und ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte. Stansted ist für London quasi das, was Frankfurt-Hahn für Frankfurt ist. Chaotischer Flughafen, gut 60 Kilometer von London entfernt und da tummeln sich halt nur Billigfluggesellschaften, weil es eben so viel günstiger ist als London und es aber trotzdem ein London im Namen trägt. Tja, und wenn du dann von Frankfurt nach London fliegen willst, aber dafür nur weil es billig ist, von Frankfurt-Hahn nach London Stansted fliegst, dann hast du, glaube ich, zumindest auch nichts gewonnen. Und das merkte, also dass das nicht so gut funktioniert und dass das für die meisten Leute echt so keine gute Idee ist, das merkte auch Norwegian, denn die verfolgt ja mit ihrer Langstrecke, mit ihrer günstig Langstrecke ein ähnliches Konzept. Wahrscheinlich sind die sogar noch ein Level weiter, denn die fliegen von Schottland oder von Irland aus zu 3 Zielen in den USA, die hierzulande noch kein Schwein gehört hat, aber halt alles Ziele im 90-Minuten-Umkreis von New York. Ja, funktioniert nicht. In Schottland sind die Gebühren zu hoch, das hat man mittlerweile alles wieder eingestampft. Die Strecken werden übrigens mittlerweile mit Boeing 737 MAX geflogen. Man hat mit 737-800 angefangen. Mittlerweile ist, soweit ich weiß, jede Strecke da auf MAX umgestellt. Auf jeden Fall, Schottland waren die Gebühren zu hoch, das hat man alles wieder abgeschafft. In Irland gibt man dem Ganzen noch eine Chance, aber man hat im vergangenen Jahr, also im kompletten Jahr 2017, mit diesen Irland-Planungen, mit diesen Langstreckenplanungen gut 445 Millionen US-Dollar miese gemacht. Es ist also nicht so gut. Aber wie dem auch sei, das Ganze ist ja auch alles halb so wild, solange du als Kunde in dem Moment, wo du es buchst, weißt, was du bekommst. Und bei Primera Air hast du nun mal das bekommen, was du bezahlt hast und das war einfach nicht viel. Ist aber ja auch erstmal, wenn du vernünftig informiert wirst, nicht schlimm. Ja, und Primera Air hatte spannende Pläne, interessante Vorstellungen von den nächsten Monaten, von den nächsten Jahren. So modernes Fluggerät, eigentlich doch ganz gut durchdachte Pläne. Und dann kam dieser Sommer.
ja, alles ein bisschen chaotisch, alles ging ein bisschen drunter und drüber. Man musste ziemlich lange auf die neuen Airbus-Flugzeuge warten. Das sorgte wiederum dafür, dass es zu Verspätungen kam. Das sorgte wiederum dafür, dass man Subcharter einkaufen musste und so weiter. Alles kostet wahnsinnig viel Geld. Die Leute finden es nicht so gut und es gibt schlechte Bewertungen. Und dazu kam bei Primera Air noch ein Wartungsfall. Korrosion an einem der Flugzeuge und die Fluggesellschaft kostete das nach eigener Aussage gut und gerne 10 Millionen US-Dollar, halt unvorhergesehene Kosten. Ja. Und dann, wenn man sich so ein bisschen durchs Internet liest, liest man aber noch so ein paar andere interessante Sachen. Da geht es vor allem darum, dass Primera Air Maschinen wahnsinnig viel Verspätung hatten in den letzten Monaten. Es kam zu vielen sogar gestrichenen Flügen ohne Ersatz mit einer fragwürdigen Informationspolitik, wie das halt meistens so ist. Das Ganze dann am besten noch mit Entschädigungen, die ewig lange auf sich warten lassen oder gar nicht erst kommen. Und dann sagt der Geldgeber der Fluggesellschaft irgendwann mal, nee, da mache ich nicht mehr mit. So ein jahrelanges Air Berlin Etihad Gefummel, das macht heute halt keiner mehr. Und dann ist mit der Fluggesellschaft ganz schnell auch schon wieder Schluss. Nun sind seit gestern alle Maschinen am Boden. Primera Air fliegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr. Nach neuesten Angaben hält sogar der Flughafen Stansted 4 Flugzeuge der Fluggesellschaft am Boden fest und wird sie auch erst einmal nicht mehr fliegen lassen. Da entsprechende Rechnungen, ihr erinnert euch an den Air Berlin Fall in Island war das, da entsprechende Rechnungen noch nicht gezahlt worden sind. Die Höhe ist für uns unbekannt. Aber ich denke mal, diese Problematik wird sich ganz schnell klären lassen und nach außen hin wird die Primera Air ganz schnell verschwinden. Man wird schon bald nichts mehr von der Fluggesellschaft sehen und auch nichts mehr davon hören. Aber warum ist das jetzt schon wieder schlecht für Deutschland? Das ist vor allem schlecht für einen bestimmten Luftfahrtstandort und das ist in diesem Fall Berlin. Berlin hat nämlich eine ganze Menge interessante Langstreckenziele verloren und nur wenige dazugewonnen in den letzten 12 Monaten. Und Primera Air wäre jetzt eine Fluggesellschaft gewesen, die in den nächsten Monaten wieder interessante, mehr oder weniger interessante Langstreckenziele nach Berlin gebracht hätte. Denn man hätte dort Flugzeuge, Crews und so weiter stationiert und wäre von Berlin aus nach Nordamerika geflogen. Genauer gesagt wären es übrigens 2 Boeing 737 MAX 9 gewesen, die dort in Berlin stationiert hätten werden sollen. Für die Mitarbeiter kam diese Pleite wahrscheinlich genauso überraschend wie für uns in diesem Fall, denn die Fluggesellschaft hatte modernstes Fluggerät bestellt und auch schon bereits in ihrer Flotte. Man hatte konkrete und große Pläne, aber wenn halt ab einem gewissen Punkt das Geld fehlt, dann ist damit auch ganz schnell wieder Schluss. Wenn man dann keine Investoren finden kann, dann führt nun mal der einzig mögliche Weg in die Insolvenz. Und somit ist das hier die nächste Fluggesellschaft, die diesen etwas chaotischen Sommer nicht überleben konnte, weil sie dafür einfach nicht mehr die Mittel hatte. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen schade. Und damit soll es das heute gewesen sein. Eine kleine Information wollte ich euch noch geben, aber nur ganz kurz. Und zwar der Airbus A321LR, über den wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen haben, der hat von der EASA, also von der Europäischen Luftfahrtbehörde quasi, und von der FAA, dem amerikanischen Pendant, der hat nun die Lizenzierung bekommen für die entsprechenden 3 Zusatztanks, die aus einem A321neo einen A321LR machen. Also dieses Flugzeug darf, so wie es von Airbus vorgestellt wurde, auch mit dieser Cabin Flex Option von Airbus, über die wir auch schon gesprochen haben, der darf so fliegen und darf so verkauft werden. Das nur als kleine Information hinten dran. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Schaut gerne mal beim Aero News Germany Forum vorbei. Da sind einige neue Mitglieder und einige interessante Beiträge dazugekommen. Und wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit Primera Air, sei es jetzt gute oder schlechte Erfahrungen, völlig egal, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr die mit uns teilt. Freue ich mich, das zu lesen. Gerne hier in den Kommentaren oder im Forum. Da gibt es auch einen Bereich dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.